Hallo Marius Ebert hier, wir spielen Frage und Antwort. Hier ist die Frage, welche Pflichten zur Veröffentlichung haben Kapitalgesellschaften? Fragezeichen. Welche Pflichten zur Veröffentlichung haben Kapitalgesellschaften? Die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil es unterschiedlich große Kapitalgesellschaften gibt. Sie erinnern sich vielleicht an ein anderes Video oder vielleicht haben Sie es anderswo schon gehört. Es gibt große Kapitalgesellschaften, es gibt mittelgroße, es gibt kleine und es ist noch gar nicht so lange her wie bei den anderen, dass es auch eine Kleinstkapitalgesellschaft gibt. Und je nachdem, von hier nach hier sozusagen, muss man auch mehr von sich zeigen. Das ist zunächst mal sehr einfach formuliert, der Grundgedanke. Also, machen wir es ein bisschen systematischer. Kapitalgesellschaften. Die müssen bestimmte Unternehmensdaten und ich sage jetzt vereinfachend Jahresabschlüsse und so weiter. Ja, das können auch weitere rechtlich relevante Unternehmensdaten sein. Ja, wenn zum Beispiel Kapital erhöht wird oder sonst was. Also Jahresabschlüsse etc. Zunächst mal als ganz grober Oberbegriff. Kapitalgesellschaften müssen bestimmte Unternehmensdaten einreichen. Jetzt noch die Frage, wo müssen Sie das tun? Zum elektronischen Bundesanzeiger. Und den finden Sie auch unter www.bundesanzeiger.de. W soll das hier heißen. www.bundesanzeiger.de und dort können Sie sowas auch nachschauen. Ja? So, das ist das Grundprinzip. Kapitalgesellschaften müssen bestimmte Unternehmensdaten zunächst mal undifferenziert als Jahresabschlüsse und so weiter bezeichnet einreichen zum elektronischen Bundesanzeiger. So. Und jetzt müssen wir noch festhalten zu dieser Regelung hier. Also bestimmte Unternehmensdaten gibt es Ausnahmen und Erleichterungen. Eine Erleichterung bedeutet, man muss weniger veröffentlichen. Ja, also eine kleine Kapitalgesellschaft muss deutlich weniger veröffentlichen als eine große zum Beispiel. Ja, es gibt Ausnahmen und Erleichterungen und zwar nach dem gerade schon erwähnten Prinzip, nämlich groß, mittelgroß, klein und kleinst. Und von hier bis hier können wir sagen, je größer, desto mehr. Je größer, also wenn man von kleiner zu mittel, wenn man von der kleinen zur mittelgroßen mutiert, dann wird man größer und dann muss man mehr zeigen. Desto mehr muss ich zeigen. Und die Ausnahme ist hier die Kleinst. Die muss nämlich gar nichts mehr veröffentlichen, sondern die muss nur noch einreichen. Ja, einreichen, aber das wird nicht mehr veröffentlicht. Faktisch ist es so, dass man ein paar Euro bezahlen muss, wenn man diese Daten sehen will, während die anderen frei zugänglich ist. Je größer, desto mehr wird veröffentlicht. Ja, bei dieser Gruppe hier, groß, mittelgroß und klein. Und die Kleinstkapitalgesellschaft muss nur noch einreichen. Und wenn man dann als Externer diese Daten sehen will, soweit wie ich es bisher verstanden habe, da gibt es, ist ja relativ neu diese Regelung, dann muss man ein paar Euro bezahlen, um diese Daten dann sehen zu können, während die anderen frei zugänglich sind. Also man hat hier eine gewisse, ja, Hemmschwelle eingebaut sozusagen. Ja? Also Sie sehen,
Gar nicht so einfach, diese Frage auf den Punkt zu bringen und wirklich präzise zu beantworten, weil es halt diese Differenzierung gibt. Die Antwort ist also, es kommt drauf an. Ja, wenn gefragt wird, welche Pflichten zur Veröffentlichung haben Kapitalgesellschaften, dann ist die gute erste Antwort, die man mal erstmal geben kann, es kommt drauf an. Und dann kommt die Gegenfrage, ja, auf was denn? Und dann sagen sie, ja, auf die Größe der Kapitalgesellschaft. Je größer die Kapitalgesellschaft, desto mehr muss sie veröffentlichen. Ja, und dann können sie das Ganze aufrollen. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video, der führt Sie zu meinem Schnelllernsystem. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden? Dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.